Recht herzlich willkommen zur 27. Folge von Europa Universalis 4 mit den Irokesen. Ja, letztes Mal haben wir irgendwie nur die Zeit breitgeschlagen fast. Wir haben aber einen Berater eingestellt und versuchen jetzt gerade die administrative Macht hochzukriegen. Die ist dann hier auch verlangt. Ne, gar nicht weit. Die militärische hier und dort. Da auch. Interessant, das sind die Qualität. Ja, okay. Hier geht's erst weiter, wenn wir Stufe 14 haben. Wir sind aber erst Stufe 10. Das bedeutet, oh, warte, da sind wir jetzt ganz verkehrt. Da müssen wir hin. Wir müssen auf jeden Fall hier hoch und da hoch. Hier sind wir schon bei 11. Und da ist erst 10. Was haben wir hier? Dezentrale Geschichte. Steuermodifikator runter. Krankheit des Herzogs. Ja, Produktionseffektivität plus 5, Handelseffektivität. Also eigentlich egal. Und die Veränderung der Autonomie. Autonomie, ne? Wo war das denn hier zu gucken? Dann kommen die wieder mehr hoch, ne? Ja. Steuermodifikator minus 10, komm, wir nehmen das. Wie sieht es hier überhaupt aus? 80 Cent machen wir gerade. Ist nicht viel. Ach so, wir können mal gucken, ob wir hier was ausbauen können, ne? Na, das gucke ich mir lieber woanders an, oder? Hier hat man vorhin alles gemacht. Und das ist auch noch das Prestige, was wir verbessern müssen. Da sind wir bei 15. Ja, das können wir jetzt steigern. Stabilität haben wir 0. Steigern wir. Kirche ist klar. Haben wir nicht viel mit am Hut. Rittersteuer wollen wir nicht. Was ist das? Brauchen wir nicht. Hier geht es nicht so wirklich voran. Okay, da wächst das untere und das mittlere. Das mittlere natürlich viel stärker. Ach, wir haben noch Dingens. Hier können wir noch einen senden, ne? Oder? Ne, die sind alle da. Ne, wir haben 5 unterwegs. Irgendwo ist da einer gestorben, müssen wir mal nachgucken. Das war aber nicht unser. Können wir mal reingucken, aber da gibt es auch keinen weiteren zurzeit. Das sind immer noch die 89 da. Inflation senken könnten wir machen, ne? Das geht gerade mit der administrativen Macht. Aber was wäre hier? Textilmanufaktur. Nachbarbonus 50. Ja. Kolonialreichweite plus 50, aber wir haben keinen Kolonisten. Das ist unser Problem. Wie kommen wir denn noch an Kolonisten? Das ist die Frage, ne? Das wäre hier, ne? Das heißt, bei der nächsten Stufe müssen wir definitiv den hier nehmen. Oder den, weil da gibt es einen Kolonisten. Ja.
Okay, die Huronen haben uns als Rivalen angekannt. So, da ist kein Kolonist bei. Hier wäre da hinten noch einer. Entdeckerideen. Was ist das für einer? Botschaft im Ausland. Hier wäre noch einer. Das wäre ein Händler, den brauche ich jetzt aber nicht unbedingt. Also, spricht ein bisschen hierfür, ne? Globaler Kostenzuwachs. Kolonie-Reichweite. Ja, das ist hier alles was, was wir, denke ich, am ehesten noch brauchen. Da gibt es noch einen Kolonisten dann. Schiffslinien. Neue Welt, Kolonist, Händler. Kolonialwachstum. Schiffsbaugeschwindigkeit, Schiffsbau, nee, dann denke ich mal, wir werden die Entdeckerideen nehmen, ne? Gut. Ne, das können wir zumachen. Und ja, es schleicht's voran, ne? Da sind wir jetzt schon hier. Was kommt da? Klagekriege. Okay, hier geht's voran gleich wieder. Was können wir machen dann? Rum könnte haben. Wollt bestimmt die Franzosen plattschlagen oder so. Ach, guck mal, die stehen direkt vor unserer Tür. Ach, die wollen wieder zurück, wa? Ach so, Huronen. Ah, da bin ich jetzt hier verkehrt gelandet. Rivalen. Unsere Rivalen gehen gar nicht. Ach so, da müssen wir hin, ne? Oder? Nee. Okay. Staatsehe. Akzeptieren. Okay. Rivale Irokese. Und wir haben keinen. Können wir aber. Da sind die Huronen. Okay. Anders geht's ja gar nicht, ne? Stand das da oben auch wahrscheinlich. Gut. Staatsehe haben wir mit denen jetzt. Annexion fordern können wir sogar. Guck mal. Machen wir doch, oder? Wie ist das bei denen? Geht das da auch? Wo war das? Beziehung? Nee. Dynastieaktion, nein, Geheimdienstaktion. Ne, das ist Anspruch fungieren. Hä? Bin ich denn jetzt doof? Erhalten 5 Prestige. Nee. Anspruch fungieren. Weiß ich nicht jetzt. Egal. Nochmal Diplomatie. Einflussaktion. Geht das da nicht? Ach, wir müssten die erst valisieren oder so. Ach, du weißt schon, was ich meine. So, hier gehen jetzt Galeonen. Ziehen wir durch. Entwicklung des Seerechts kommt dann auch noch. Und als nächstes kommt hier unten Lundenschloss-Makete. Muskete, nicht Makete, Muskete. Hier oben Textilmanufaktur, okay. Wissen wir gar nicht nachher mehr, wie das alles wert, ne? Gut. Wir sind Stufe, wo stand doch irgendwo, ne?
Wenn ich hier drauf gehe, wir sind Stufe 10 und brauchen 14. Diplomat beibehalten. Ne, abberufen, wir haben schon zwei da, sehe ich gerade. Das ist ja auch Blödsinn, ne? Und die Annexion läuft da ja. Wird interessant werden. Ja, und hier müssen wir zum Vasallen machen, ne? Oder haben wir schon Vasallen? Ne, ist auch noch nicht besser geworden, ne? Diplomatische Geschick minus 3. So, das haben wir geschafft. So, dann können wir da ausbauen eigentlich, oder? Gucken wir mal über die andere Karte. Da lang. Müssen wir hier noch was ändern? Müssen wir gleich mal gucken, ne? Was kommt denn da für eine Sache? Frage bitte um Militärzugang. Akzeptieren wir. Ach, da ist auch lokale Autonomie. Wo wollen die denn jetzt alle uns? Die Chance auf derzeitigen Thronfolger wird sterben. 50-50. Oh, was haben wir denn für einen Thronfolger sonst so, ne? Der war doch so schlecht, der danach kommt, ne, oder? 0-2-2, meine Güte, wenn der das wäre, dann hätte ich gesagt, ja, lass ihn sterben. Da kriege ich aber 30 Legitimität, ey. Aber ich habe schon 100. Oh. Wo kommen die denn jetzt weg, ha? Nehmen wir die. 50-50. Egal. Oh, geht ja richtig rund hier. Machtproduktion haben wir jetzt auch. Ja, jetzt werden wir irgendwann ein Ereignis haben wahrscheinlich, ne? So, die Truppe können wir aber dazu schustern. Alles hier, voilà. Ah ja, okay, alles klar. Ich kann es nicht aussprechen. Machen wir schon Beziehungen verbessern. Ist auch schon auf 200. Haben wir eine Ehe, ist klar. Rebellen unterstützen. Wirtschaftsaktion. Geht nicht mehr, machen wir mal. Sind wir ja nett zu denen, ne? Die sind ja auch nett zu uns, weil eigentlich können wir da in den Hafen rein, aber leider haben wir keine Flotte. Okay, da unten können wir jetzt die Lunden-Schloss-Musketen bauen. Wunderbar. Können nun auch eine Waffenmanufaktur bauen. Und hier oben kriegen wir gleich auch noch die Textilmanufaktur. Und jetzt gucken wir mal hier nochmal rein. Nordamerikanische, ja, alles schön. Das sind Söldner. Vorlage erstellen wollen wir nicht. Schiffe gehen nicht. Zur Kernprovinz machen, brauchen wir nichts. Missionar senden brauchen wir auch nicht. Ich weiß nicht, das lassen wir mal erstmal. Bedeutender Mann in den Rhein ist gestorben. Kultur ändern. Okay, machen wir. So, hier ist nichts zu holen, oder wie sehe ich das? Kein Platz für nichts, ne? Und
Schon wieder einen Agenten entdeckt. Und hier müssen wir jetzt was machen, oder? Definitiv Geld raushauen ist das, oder was? Verwaltungsmacht. Das ist das Erste, ne? Nee. Da geht nix. Und das in der Mitte ist die diplomatische Macht. Ja. Lass mal so erst, oder? Bauen können wir nirgends sowas. Ist das? Verlängern 5%. Prestige. Nee, das will ich jetzt nicht verlieren. Machen wir das. Da können wir doch bestimmt irgendwas ändern hier. Warte mal, war das hier, ne, oder? Da war das. Veraltete Einheiten hätten wir da, aber wir können das noch nicht mal umändern, oder was? Ach so, da sind die Stufen, alles klar. Was hätten wir denn jetzt gerade, was haben wir denn jetzt aktuell? Okay. Ja, lass die mal durchmarschieren, das ist egal. Wir haben, glaube ich, die amerikanischen Steppenkrieger, ne? Dann machen wir die doch, oder? Nordamerikanische Reiter. Und die sind dann besser, ne? Und der große Bronzemörser ist da und da kann man schon was anderes bauen. 1 und 1. Das ist anders. Ist das Blitzkrieg hier? Nahkampf. Moral. Okay. Fernkampf, Nahkampf. Offensivmoral, Defensiv- und Offensivmoral. Die hätten wir defensiven Nahkampf. Die würden sich verteidigen, ne? Dafür haben wir andere Einheiten mit, würde ich sagen. Gut. Das haben wir auch geregelt. Hier sieht so aus. 52 Cent. Er ist noch da. 40 ist er. Kostet 3,2 monatlich. 7, 10 und 4. Das hört sich noch ganz gut an. Ist auch bald da oben die Textilmanufaktur unterwegs. Da ändert sich nichts. Was ist das denn hier? Oh, ein Zusammenbruch des Handels. Okay. Handels, diplomatische Macht verlieren wir. Ja, ist halt so. Ja. 341 brauchen wir, 325 haben wir. Und wie viel geht das hoch? Machen wir einen schneller. Oh, das geht. 25, das waren jetzt 7. Das heißt, noch einmal, dann passt's. Und dann machen wir das auch. Okay, dann kommt da oben wieder so ein Fähnchen hin, aber wir kommen der Sache schon zuvor. Textilmanufaktur. Kann nun Textilmanufaktur bauen. Gut. Das ist okay. Dann gucken wir da mal rein mit dem Bauen. Handelsdepot. Zahlhaus. Werkstatt, Tempel, Gericht. Das. Ah, hier unten sind sie, okay. Kosten natürlich richtig Geld.
Gut, okay, das wissen wir. Aber ich würde mal sagen, erstmal soll es für die Runde wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.